Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Hier aus meinem Bett zu Hause bei mir. Ich muss mal das Mikro richten hier. Wir drehen heute, beziehungsweise ihr seht heute einen Day in the Life of Willy, einen ganz normalen Tag im Leben von mir, was ich so mache, was ich so treibe. Ich kann es schon mal vorwegnehmen, kleiner Spoiler, es wird nicht super, super, super spannend. Aber ich meine, wir wollen ja hier auch nichts vorgeben, sondern wollen ja auch einfach das zeigen, was wir wirklich machen. Der gute Vincent hat schon vorgelegt mit seinem Tagesablauf. Fand ich sehr gutes Video, fand ich sehr interessant, auch als jemand, der ihn gut kennt. Und das Gleiche machen wir jetzt mit mir, würde ich sagen. Und kleiner Disclaimer an dieser Stelle: Ich bin natürlich angezogen für die, die sich fragen. Ich musste den Kameramann schon abholen. Ja, genau. Ich musste den Kameramann schon im Büro abholen. Deswegen habe ich mich vorher schon fertig gemacht. Also, ich bin jetzt nicht wirklich gerade erst aufgewacht, sondern habe vorsorglich das ganze Equipment und den Martin abgeholt, sodass wir das praktisch jetzt hier nochmal ein bisschen stagen müssen, aber genauso läuft es im Endeffekt auch ab. Deswegen quatsch mal gar nicht lange rum. Kleiner Hinweis hier, was ganz wichtig ist und ein kleiner Tipp von mir, hat mir sehr viel geholfen. Ich bin super schlecht im Schlafen, also ich schlafe sehr schlecht ein und braucht da immer ewig lange und manchmal penne ich gar nicht ein und habe irgendwann von meinem guten Kollegen Philipp Glätzer, schau da an dieser Stelle an dich, den Tipp bekommen, beziehungsweise durfte es mal ausprobieren, doch einfach mal mit einer Kilodecke zu schlafen. Und die seht ihr hier, die sieht zwar nicht so geil aus, aber die hat auf jeden Fall einen therapeutischen Zweck, nämlich hilft sie dir beim Einschlafen, weil sie dir so ein krasses Geborgenheitsgefühl gibt. In dem Fall ist die Decke hier, glaube ich, 10 oder 12 Kilo schwer. Sieht man jetzt vielleicht nicht, aber wenn man sich dann abends zudeckt, fühlt man sich halt super geborgen und beschützt. Und das hilft halt vor allem, wenn man ein nachdenklicher Mensch ist, so wie ich es bin. Beim Einpennen geht dann ratzfatz. Und dann geht's los. Genau, wir sind hier im Schlafzimmer. Das ist das, was ich hier mache. Schlafen mainly, sonst nichts viel. Ihr seht, ich habe ein großes Bett. Meine Freundin ist auf Arbeit. Die seht ihr heute leider nicht. Aber ist auch nicht so schlimm, weil es geht ja heute um meinen Tagesablauf. Deswegen auf zur nächsten Station, ab ins Bad und dann zeige ich euch mal kurz meine Routine. Ja, Freunde, eine kleine Sache noch. Eine Eigenschaft von mir, die ich manchmal gut, aber manchmal auch ein bisschen nervig finde. Ich bin auch so ein Ordnungsfanatiker. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch vielleicht kennt, aber ich kann zum Beispiel abends nicht ins Bett gehen, wenn irgendwie alles soweit aufgeräumt ist, irgendwie dreckige Geschirr im Geschirrspüler oder aufgewaschen ist und alles an seinem Ort liegt. Und genauso muss ich auch morgens immer das Bett machen. Ich mache das jetzt natürlich nicht perfekt, das Bett, aber wenigstens so, dass wenn man an dem Zimmer vorbeiläuft und irgendwie dieses Schlafzimmer sieht und das Bett sieht, dass es halt irgendwie ordentlich gemacht aussieht. Vielleicht kann es ja der ein oder andere relaten hier, der uns zuschaut, dass er auch so ein Spleen hat, irgendwie immer alles aufräumen zu müssen. Meine Freundin feiert es nicht so, die ist da ein bisschen entspannter, aber ich bin da halt immer so ein bisschen verkrampft. Aber ja, vielleicht teilt da jemand mein Problem. Ich finde es einfach schön, wenn es aufgeräumt ist, wollte ich noch kurz sagen an dieser Stelle. So, Freunde, angekommen im Bad. Ich muss dazu sagen, wir filmen jetzt noch einen bestimmten Bereich, weil das Bad leider nicht aufgeräumt und auch nicht sauber gemacht ist. Ist aber auch egal, darum geht es ja nicht. Ich wollte euch nur kurz eine kleine Info zu meiner Skincare geben. Ich bin jetzt überhaupt kein Profi auf diesem Gebiet. Ich glaube, da ist Vince ein bisschen besser drauf. Aber ich habe auf jeden Fall auch bestimmte Produkte, die ich schon seit Jahren nehme. Und die wollte ich euch nur ganz kurz zeigen. Ist kein Placement, ist einfach nur aus kompletter Überzeugung. Und zwar checkt unbedingt mal aus. Brooklyn Soap Company ist eine deutsche Firma, kommt aus Hamburg, arbeiten sehr fair und sehr ehrlich. Alle Produkte komplett vegan. Und haben kein Mikroplastik, auch sehr wichtig. Ich habe davon praktisch alles, von Duschbad bis Gesichtscreme bis Körperlotion. Ihr seht es schon hier und natürlich auch Deo. Und ansonsten seht ihr hier nochmal die Parfums. Hat man ja auch schon ein paar im Video vorgestellt, dominiert gerade von Louis Vuitton, aber die anderen Sachen ist halt auch am Start: Dior, Tom Ford und CDG. Natürlich auch hier wieder teile ich mir alles mit meiner Freundin. Ich brauche morgens im Bad eigentlich nicht so lang, also ich glaube mit Duschen. Was halt das Erste ist, was ich mache, nachdem ich aufstehe, um nochmal gleich die Brücke zu schlagen. Fertig machen, Zähne putzen und halt hier Körperpflege, roundabout 10, 15 Minuten vielleicht. Und ganz wichtig noch an dieser Stelle, weil es ja hier ein Flex ist, auch ich habe eine Philips Sonicare Zahnbürste. Sind die besten Zahnbürsten der Welt. Auch das ist kein Product Placement, sondern eine ehrliche Meinung. Genau, und das ist meine Zeit hier im Bad. Danach geht es dann weiter in die Küche. Da mache ich mir meinen morgendlichen Shake und wie das aussieht. Und was da genau drin ist, zeigen wir euch jetzt. So, Freunde, jetzt sind wir hier in der Küche. Kurzer Disclaimer nochmal an dieser Stelle. Habt ihr gesehen, ich war ja schon angezogen. Normalerweise wäre meine eigentliche Routine nach dem Bad erstmal ins Ankleidezimmer, um mir Klamotten rauszusuchen für den Tag. Aber das haben wir jetzt mal übersprungen.
Komme aber trotzdem später nochmal in den Raum rein, werdet dann sehen, warum. Jetzt sind wir erstmal in der Küche, denn mein allmorgendliches Ritual ist, Vincent hat es ja auch schon gesagt, er isst kein Frühstück. Bei mir, ich esse auch meistens kein festes Frühstück. Dadurch, dass ich aber so semi-professionell Sport mache, seit gut 2 Jahren, trinke ich halt morgens immer einen Shake, Proteinshake, ein bisschen Kreatin noch mit drin. Und das ist praktisch mein Frühstück. Und das seht ihr jetzt auch gleich nochmal, wie ich mit denen zusammenmixe. An dieser Stelle sei aber nochmal gesagt, weil ich sehe es schon kommen, Leute kommentieren, ja, was ballerst dir das rein, dies, das. Das ist halt einfach alles auf Empfehlung von meinem Trainer. Ich habe das Privileg, mit einem Personal Trainer zusammenarbeiten zu können. Und genau, das macht auf jeden Fall gut satt bis zum Mittag. Und deswegen wird langsam Zeit, ich habe nämlich Hunger. Hauen wir uns das Ding mal rein. Ja, Freunde, ich habe es ja schon gesagt, jetzt gibt es erstmal einen leckeren Shake. Ihr seht es schon, ich habe hier so ein paar Sachen am Start. Einmal Serious Mass, Whey Gainer natürlich, muss sein. So. An dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, ich kann es nur empfehlen, gerade für die Leute, die jetzt gerade nicht so wissen, was mit ihrer Freizeit anstellen sollen. Macht Sport, es befreit den Geist, es entlastet einen seelisch und körperlich, was extrem wichtig ist in der aktuellen Zeit. Des Weiteren, Creatine Powder, also das heißt ein bisschen Kreatin kommt noch rein, da kommt ein kleiner Löffel rein. Ist jetzt auch nicht so das Leckerste, aber beziehungsweise ist eigentlich eher geschmacklos, aber das noch mit rein. Und seit neuestem wurde mir auferlegt, noch ein bisschen Beta-Alanin mit reinzumachen, einfach für den Push des Tages. Das Zeug ist auf jeden Fall jetzt auch nicht so das Geilste. Es riecht auch ein bisschen komisch, aber keine Ahnung. Ich vertraue meinem Trainer da. So, dann haben wir unsere Komponenten. Genau, also so knapp 500 Milliliter ist auch recht viel. Und deswegen auch nochmal an dieser Stelle. Ist auf jeden Fall jetzt kein Mahlzeitersatz, aber es sättigt auf jeden Fall schon gut. Und was man dann noch macht, ist ja auch klar. Shaken. Unbedingt mal ausprobieren. So, was natürlich in meinem Job essentiell ist, wie ihr euch sicherlich denken könnt, sind bürokratische Sachen zu erledigen. Das heißt, nach meiner Morgenroutine setze ich mich halt erstmal hin, wie ihr seht, ans Tablet und mache meinen ganzen Backoffice-Kram. Ich nehme mir morgens erstmal Zeit und beantworte E-Mails, schreibe E-Mails, forsche ein bisschen rum. Dadurch, dass ich jetzt auch so ein bisschen im NFT-Game bin, digge ich auch so ein bisschen auf Discord und im Netz nach neuen Projekten. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Trugschluss, was wirklich viele Leute immer denken, wenn man das Vollzeit macht, dass man dann halt irgendwie hier nur happy rumreist und irgendwie ein paar Bildchen postet und dann irgendwie famous ist und dicke Kohle verdient. So ist es bei mir zumindest nicht. Ich arbeite tatsächlich sehr viel im Backoffice-Kram, so mache viel Organisatorisches. Dazu zählen natürlich dann auch noch Steuern und die ganzen Social-Media-Profile checken, vorbereiten, gucken, was heute geht, wie es läuft, wie die Interaktionen, wie die Reichweiten sind. Ja, und das ist praktisch der Part, der so am langweiligsten ist, sage ich mal, aber eben auch mit am essentiellsten für mich, weil das ist halt mein Business. Ich muss mich um mein Business kümmern, damit es halt läuft. Das war auch mal anders. Also gerade vor der Pandemie war es so, dass ich wirklich viel unterwegs war, viel auf Reisen war, viel Events gemacht habe. Was jetzt auch schön klingt, aber auch sehr stressig ist, weil man halt relativ wenig zu Hause ist. Aber es ist natürlich ein privilegierter Job, wo man gutes Geld verdient. Das will ich gar nicht verneinen oder schlecht reden. Es ermöglicht mir irgendwie ein geiles Leben, ein cooles und entspanntes Leben, gerade auch in solchen Zeiten wie jetzt, wo es wirklich vielen Menschen schlecht geht da draußen. Aber ja, mir macht es halt einfach weiterhin Spaß und ich bin dran und dazu zählt halt eben auch sowas hier, Business-Kram. Und ja, wer dann, wie gesagt, Fragen dazu hat, kann sich gerne jederzeit bei mir melden. Ja, Freunde, und was gehört zum Content Createn natürlich auch dazu? Sachen fürs Content Createn rauszusuchen. Ihr wisst ja, ich mache mainly so Fashion Stuff und vor allem halt mit dem Hauptaugenmerk auf Sneaker. Das heißt, ich muss natürlich on a daily auch irgendwie Content machen, damit ich irgendwie dranbleibe und auf den Social Kanälen Stuff habe zum Posten. Das passiert mainly über Outfit-Picks. Genau, ihr wisst, ich bin ja bekannt gesehen als jemand, der gerne seine Klamotten passend zu den Schuhen matcht.
Und ich mache es mir dann auch immer ein bisschen einfach. Ich finde das aber cool, es macht mir Spaß, einfach so einen klaren Faden drin zu haben, auch wenn das vielleicht nicht gerade das ist, was irgendwie gerade im Trend ist oder irgendwie die Leute feiern. Genau, und basically ist es irgendwie das, was ich mache, ist halt, ich schaue in meinen Kleiderschrank, gucke hier rein, was ich halt an Schuhen am Start habe, was ich an Klamotten habe. Ganz oft ist es auch so, wenn ich irgendwie Sachen zugeschickt bekomme, ohne dass es jetzt Kooperationen sind, picke ich mir da die geilsten Teile raus, die mir gefallen, und style dann ein paar neue Sachen dazu. Genau. Ich habe früher super, super viel Klamotten gehabt, hatte ich ja auch schon mal gesagt in irgendeinem Video, dass ich mich da mittlerweile sehr ausgedünnt habe und auch oftmals Klamotten einfach nur geliehen bekomme, um sie zu shooten. Das hat jetzt nichts mit einem Fake Flex zu tun, sondern einfach was mit einem gewissen Nachhaltigkeitsfaktor, dass ich halt nicht mehr so viel Stuff random kaufe, den ich einmal trage und dann irgendwann wieder verklingel, sondern dass ich halt Sachen shoote und dann einfach wieder zurückschicke. Ähnlich ist es mit Schuhen. Wenn ich neue Schuhe kaufe, geht ein altes Paar weg. Das ist mir einfach extrem wichtig, dass halt nicht mehr so Overload ist, dass ich... Genau, und ja, was wir jetzt hier machen, ist kurz ein paar Sachen zusammensuchen und dann kommt auch schon der Matze vorbei, mein Fotograf. Also nicht mein eigener, aber der Mensch, mit dem ich die meisten Fotos und auch jetzt zuletzt immer die Reels gemacht habe. Und dann werden wir ein bisschen shooten, mal schauen. Wetter ist beschissen heute, deswegen wird es wahrscheinlich eh hier irgendwo in der Bude sein oder irgendwie im Flur oder was auch immer. Auch aufgrund der pandemischen Lage ist natürlich immer besser, so ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Ja, und deswegen würde ich sagen, schauen wir mal, was wir hier am Start haben, was wir heute zusammensuchen. Und dann gibt es ein kleines Shooting. Grüßt. Komm rein, Großer. So, Freunde, ich hatte es ja schon angekündigt. Matze sitzt am Start. Matze ist für all die, grüß dich. Für all die, die sich fragen, wer immer meine tollen Fotos und die Reels macht, die ich auf Instagram poste so regelmäßig. Das ist Matze, ist hier auch nochmal verlinkt, der Fotografen-Account von den Guten. Genau, und wir sehen uns eigentlich so 3-4 Mal die Woche, wenn gut was zu tun ist. Jetzt momentan, Anfang des Jahres, ist mal ein bisschen ruhiger, da sehen wir uns nicht so oft. Aber wenn wir uns sehen, machen wir immer richtige Banger, würde ich sagen. genau, wir quatschen noch gar nicht um heißen Brei. Wir setzen uns jetzt kurz zusammen, quatschen, was wir machen. So ist die Routine. Und dann legen wir auch direkt los, würde ich sagen. Oder? Let's go. Hey, reckless tour, but I got expensive habits. Don't step in so. Das Schöne ist, wenn man im Mehrfamilienhaus hier wohnt, gibt es immer noch Spots im Haus, die man auch verwenden kann. In dem Fall jetzt sind wir hier in der Tiefgarage, wunderschön, super toll, sehr basic und sehr clean. Ja, und ich glaube, zu dem Prozess der Fotos machen muss man jetzt nicht viel erzählen. Seht ihr gleich in dem... Was? Ja, alles gut. Ah, okay. Ja. ich glaube, der Matze würde gerne erzählen, aber es würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja, wir shooten jetzt hier den Look, den ich anhabe, und dazu nehmen wir euch einfach mal mit. Und ich würde sagen... Gehen wir's an. I got a passion, full static, ready on go. Don't let it unfold. Be smart, if you're ready, let's roll. Feeling like this, you never get in my zone. That's me, man, I stand on my own. Man, we ain't one of the same, one of the ways I do this all on my own. Inzwischen. Haha, Freunde, grüßt euch. Ich bin natürlich auch hier, ich darf nicht fehlen. Habe mich reingesneakt, während Matze mit Willi unten Fotos macht. Und was nie fehlen darf, ist, wenn ich bei Willi bin, dass ich einmal am Schuhregal vorbeilaufe und mir hier irgendwas rausziehe. Einfach den werde ich mir auf jeden Fall mal ausleihen für ein kleines Shooting. Freunde, viel Spaß weiter noch bei Willis lieben Tagesablauf. Wir drehen jetzt hier erstmal noch ein Video. Das machen wir so 1-2 Mal die Woche übrigens für die Leute, die es interessiert. Heute mal bei Willi. Ganz ernste Themen. Ich weiß nicht, was vorher kommt oder was nachher kommt. Schaut es euch auf jeden Fall an oder nochmal an. Bis später, haut rein, ciao. So, Freunde, wir sind hier gerade am Videodrehen. Ich und der Gute. Chef. Da gibt es natürlich aber auch noch einen hinter der Kamera. Dann seht ihr mal, wie das aussieht. Der gute Martin am Start. Baut hier gerade alles zusammen. Sechseinhalb Stunden später. So, Freunde, ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in meinen Tagesablauf gefallen. Ihr seht, es ist nicht super spektakulär, aber ich bin halt auch noch ein Mensch, der ganz normal arbeitet, auch wenn es manchmal nicht den Eindruck macht. Ich musste gerade an Vincent denken, weil der gerade auf Toilette ist.
Nee, genau, das war's von meiner Seite aus. Wer Fragen hat zu meinem Tagesablauf zu bestimmten Dingen, der kann sich gerne melden in den Kommentaren. Und Scheiße. Wir brechen das Ganze jetzt einfach mal hier ab, weil wir, glaube ich, keinen Fokus mehr haben. Wenn ihr gerne Sachen wissen wollt, die ihr hier gesehen habt im Laufe des Tages, schreibt gerne in die Kommentare, lasst gerne ein bisschen Feedback da. Wie gesagt, relativ unspektakulär. Ich glaube, Vincent, sein Tagesablauf war ein bisschen spektakulärer als meiner, aber ist ja nicht so schlimm. Ich bin erstmal raus und freue mich auf Feedback und viel Liebe. Wie immer, nicht vergessen zu abonnieren und Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Der Filmer lacht sich hier hinten ab hier. Deswegen muss ich jetzt auch abbrechen, sonst haue ich mich weg. Bis dahin, euer Willi. Tschüss, tschüss.